Mittlerweile sind es 5 Tage. Wir haben angefangen vor 3 Jahren mit 3 Tagen. Und heute starten wir mit dem Benefiz-Handball. Das ist der Sonntag im Peitzer Stadtkern. Wir sperren quasi die ganze Stadt ab, um Radsport stattfinden zu lassen. Ein schöner Zusammenschluss zwischen den Vereinen, wo wir sagen, das ist ein Zukunftsmodell. Heute mal in Peitz. Großes Sportevent steht an, über mehrere Tage sozusagen. Peitz bewegt sich bereits zum 3. Mal. Wie liefen die Vorbereitungen? Heute der große Start, was kann gesagt werden? Genau, wir hatten eine sehr gute Vorbereitungsphase, weil es sind Ferien und ich habe meine Mitorganisatoren dazu verdonnert, ein bisschen sich für Peitz bewegt sich mit einzusetzen, aber das sind Selbstläufer, die freuen sich alle drauf, die Radsportler, die Kanuten, wir hier am Sportberg, die Volleyballer, also läuft alles super und wir freuen uns, dass es heute Abend endlich losgeht. Ich wollte gerade fragen, vielleicht für alle, die es wirklich noch nicht gehört haben, Peitz bewegt sich, was machen die Tage aus? Was hat es mit diesem Sportevent auf sich? Genau, mittlerweile sind es 5 Tage. Wir haben angefangen vor 3 Jahren mit 3 Tagen. Und heute starten wir mit dem Benefiz-Handball. Das hatten wir letztes Jahr am Freitag. Heute ist es am Donnerstag schon, weil wir einfach so viele Events haben, wo wir gar nicht mehr wissen, wann wir das machen sollen. Das fängt heute am Donnerstag an, Benefiz-Handball. Ein kleines Testspiel, noch Fußball. Morgen geht es dann weiter mit den VR-Bank-Halbmarathon. Da freuen wir uns auch schon drauf. Viele Läufe hier, auch die Bambinis sind dabei. Dann haben wir morgen noch ein EDA-Turnier. Kneipensport ist auch dabei. Dann machen wir Samstag weiter mit 4 Fußball, 4 Volleyball hier im Sportpark. Und dann wechseln wir den Standort. Dann gehen wir auf den Peitzer Marktplatz am Sonntag in den Peitzer Stadtkern. Da werden die Peitzer Heizer, die Radsportler, werden sich duellieren mit anderen Vereinen. Und am Ende haben wir noch am 27. die Kanu-Regatta. Das ist dann der grüne Abschluss. Gibt es vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr ein paar Neuerungen auch oder gibt es ein großes Highlight, worauf man sich so am allermeisten freut? Genau, also für uns ist immer ein bisschen das Highlight, obwohl es alles Highlights sind, der Sonntag im Peitzer Stadtkern, weil wir wirklich da die Straßen absperren. Die Leute müssen Umwege nehmen, um auch zum Energiespiel zu kommen zum Beispiel. Aber wir sperren quasi die ganze Stadt ab, um Radsport stattfinden zu lassen. Dann haben wir noch den LEAG Klimakids Aktionstag. Da werden wir den ganzen Marktplatz mit tollen Kinderüberraschungen vollstellen. Zum Beispiel Hüpfbogen, der Rallye kommt vorbei, der macht immer ein bisschen Kinderbespaßung. Und dann haben wir natürlich auch die Karnevalsmädels, die Tänze in der Stadt vollführen werden. Also der Sonntag ist so ein bisschen das Highlight. Und Neuerungen haben wir auch. Die Kanuten sind dieses Jahr das erste Mal dabei. Die machen eigentlich schon immer ihre Sommerregatta, aber haben gesagt, na klar, machen wir bei Peitz bewegt sich mit. Und deswegen haben wir die mit eingeschlossen. Ich nehme an, jeder kann einfach so vorbeikommen und sich das Ganze auch anschauen. Genau, es gibt natürlich die Vereinswettbewerbe, wo die Vereine duellieren. Das heißt, wo zum Beispiel Radsportvereine mitmachen können. Das ist nicht so einfach für jedermann mitzumachen oder jeder Frau. Aber zum Beispiel beim Tischkicker, bei den Läufen, überall kann man oder bei vielen kann man eigentlich noch spontan vorbeikommen und einfach mitmachen. Wettbewerbe heißen ja auch, man kann auch was gewinnen. Was hat man sich da so in diesem Jahr unter anderem mit einfallen lassen? Genau, also wir haben zum ersten Mal eigene Medaillen entworfen. Was beim Spreewald die Spreewaldgurke ist bei uns eine nachhaltige Holzmedaille. Die kriegt jeder Teilnehmer von uns, sogar mit Platzierung. Also die ersten 3 natürlich eine andere. Wir haben viele Pokale gestiftet von der Stadt, vom Bürgermeister. Dann haben wir auch Gutscheine. Also viele Sponsoren haben sich bereit erklärt, Gutscheine zu verteilen. Man kann ganze Wochenenden im Christinhof und Tower gewinnen. Also hier ist für viele was geboten und auch sehr, sehr wertige Geschenke. Drumherum gibt es da auch noch ein bisschen was? So musikalisch, kulturell, hat man sich da auch was einfallen lassen? Genau, also dieses Jahr ziehen wir die Kultur mit rein. Die Mädels tanzen ja schon seit 3 Jahren auf dem Marktplatz, beziehungsweise genau auf der Kreuzung, wo das Radrennen stattfindet. Aber wir haben jetzt auch für morgen einen kleinen DJ organisiert. Eine Band aus dem Spreewald wird kommen, ein bisschen was spielen. Das heißt, wir machen quasi es rundum wohlig und wohnig für jeden. Das heißt zusammenfassend, bis wann zieht sich Peitz, bewegt sich, bis zu welchem Tag und wo finde ich dann alle Infos, wenn ich mich da informieren will und dabei sein will? Genau, also unter peitz-bewegt-sich.de ist erstmal die beste Anlaufstelle, um sich zu informieren. Auf unseren ganzen Social Media Kanälen von LinkedIn, Facebook, Instagram oder auch bei Google haben wir eine sehr schöne Visitenkarte. Und wir starten heute am 17. August. Das geht dann bis Sonntag, 4 Tage, 3 Tage im Sportpark, der Sonntag dann im Stadtkern und endet dann quasi nochmal nach der Einschulung den Sonntag am 27. mit der Kanu-Regatta. Also insgesamt 5 Tage über 1,5 Wochen. Vielleicht aus Ihrer Sicht, was machen die Tage so besonders auch Jahr für Jahr? Warum sagt man, das wollen wir auch weiter fortführen? Weil wir es geschafft haben, alle Vereine zusammenzubringen. Also es gab
früher schon mal Reibereien zwischen den Vereinen und haben wir gesagt, nee, das wollen wir so nicht und wollen das symbolisieren. Und symbolisieren kann man natürlich, indem man gemeinsam was macht. Und was machen Sportvereine besser als Sport? Von daher ist es für uns ein schöner Zusammenschluss zwischen den Vereinen, wo wir sagen, das ist ein Zukunftsmodell, was wir auf jeden Fall weitermachen werden.